Gut, bevor ich gesagt haben. Ja, genau, da hat mich jemand gefragt wegen Abrogation im Koran. Ja, wie kann es sein, dass Gott sich korrigiert, dass es zuerst diese Regel gibt und danach jene Regel gibt und die eine Regel durch die andere abrogiert wird? Das heißt, die eine Regel war gültig und dann kommt eine andere Regel, die anstelle dieser Regel gültig ist. Ja? Wie kann das sein? Beispielsweise, ganz am Anfang gab es die Regel, dass das Fleisch, was vom Feuer berührt wurde, ja, dass man, wenn man dieses Fleisch gegessen hat, dass man Wudu machen muss. Und das wurde später abrogiert. Was hatten wir hier? Eine Erleichterung. Dann gab es die Regel, beispielsweise, ja, dass man Richtung Jerusalem gebetet hat. Und das wurde abrogiert Richtung Mekka. Als Beispiel. Ja. Dann gab es am Anfang, Regeln, dass das Gebet 2 Rakat war und wurde erhöht auf 4 Rakat. Wir haben also etwa eine Sache, die offensichtlich erleichtert wurde mit dem Wudu, mit der Gebetswaschung für Fleisch, was vom Feuer berührt wurde. Wir haben eine Sache, die einfach verändert wurde. Ja? Da ist weder eine Erleichterung noch eine Erschwernis drin von Jerusalem und Mekka. Und wir haben eine Sache hier als Beispiel, ja, die schwieriger wurde, wenn man das als schwieriger bezeichnen kann. Ja, dass man mehr Rakat beten muss. Ja, musste Gott sich verbessern? Erstmal, Allah hat sich nicht verbessert. Allah hat sich nicht verbessert. Wie hat er das nochmal gestern formuliert? Moment. Wie hat das nochmal formuliert? Warum musste er? Ich habe genau, warum musste er das ändern? Da muss gar nichts. Allah will. Wenn Allah will, dass du 10 Stunden am Tag auf einem Bein stehst, dann musst du den Befehl, dann musst du den Befehl praktizieren. Nein, nein, Bruder, er will damit sagen, es kann doch gar nicht sein, dass es Abrogationen gibt. Das will er damit sagen. Das Problem ist, dass er das von vornherein aus einer falschen Perspektive sieht. Er sieht das aus der Sicht, Gott hat gesehen, oh, diese Regel ist nicht gut, dann ändern wir die Regel jetzt. Ah, die Regel ist nicht gut, dann ändern wir die jetzt. Nee, nee, ah, das ist zu schwer für die Menschen, verändern wir das jetzt. Das ist zu leicht für sie, oh, dann erschweren wir das. Das hat damit nichts zu tun. Gott, Allah, hat schon von vornherein gewollt, dass die Regeln so bleiben werden. So. Dass die Regeln so gemacht werden. Aber was ist das hier in erster Linie? Es ist eine Probe. Wir lernen daraus, und es gibt mehrere Weisheiten dazu, wir lernen daraus, dass wir dem folgen müssen, was Allah als letztes offenbart. Das lernen wir daraus.